Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, die Bundesliga-Tipps gehen jetzt los mit dem dritten Spieltag. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir beginnen direkt mit der ersten Partie und zwar Gladbach gegen Hertha. Ja, fangen wir mit den Gladbachern an, denn die haben am Ende ein 2:2 gegen den FC Schalke 04 hingelegt. Und die Hertha ein 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Ja, jetzt treffen die beiden Mannschaften aufeinander. Ich glaube, dass die Gladbacher das machen werden gegen die Hertha, weil irgendwie sehe ich die Gladbacher stärker als die Herthaner. Trotzdem wird es nicht so deutlich. Mein Tipp 2:0 für die Gladbacher. Kommen wir zur nächsten Partie und zwar Dortmund gegen den SV Werder Bremen. Ja, auch der SV Werder Bremen hat unentschieden gespielt in der letzten Partie gegen den VfB Stuttgart. Die Dortmunder haben ein 3:1 gegen den SC Freiburg geschafft. Und ja, also von daher, wie gesagt, glaube ich auch da in der Partie, dass Dortmund da schon auch von der Qualität her natürlich deutlich besser sein wird. Und deswegen mein Tipp, die Dortmunder machen das. Aber die Bremer sind eben so ein, ja, ekelhafter Aufsteiger, sage ich mal, wo, also jetzt nicht abgelehnt oder ablehnend, sondern eher, weil man nicht weiß, wie spielen die und sind halt sehr, sehr giftig, was das angeht und deswegen, ja, tun sich da die Dortmunder extremst schwer, aber wie gesagt, am Ende machen die Dortmunder es trotzdem mit 2:1. Leverkusen gegen die TSG Hoffenheim. Ja, die Leverkusener haben gegen den FC Augsburg 2:1 verloren. Allgemein sind die, ja, haben sie einen klassischen Fehlstart hingelegt, muss man ganz klar sagen. Das bittere Aus im DFB-Pokal gegen Elversberg. Das, wie gesagt, sind jetzt auch Tabellenletzter. Also von daher ein klassischer Fehlstart meiner Meinung nach. Jetzt geht es gegen die TSG Hoffenheim, die ist auf Tabellenplatz 8. Haben insgesamt 3:2 gegen Bochum gewonnen. Also ich glaube, das wird richtig, richtig schwer für die Leverkusener. Trotzdem werden sie einen Punkt holen und zwar ein 1:1. Wolfsburg gegen den FC Schalke. Ja, der FC Schalke hat ja, wie gesagt, im DFB-Pokal gewonnen. In dem ersten Spiel gegen den ersten FC Köln 3:1 verloren. Auch wenn da viel, viel Pech auch dabei war, das ist ganz klar. Und jetzt, wie gesagt, gegen Gladbach 2:2 gespielt. Ja, jetzt kommt der VfL Wolfsburg, die zurzeit, wie gesagt, 2:0 gegen den FC Bayern jetzt verloren hatten und wie gesagt zurzeit auch auf Platz 16 stehen. Also von daher wird das auch sehr, sehr schwierig für die Wölfe. Ich könnte mir sogar auch wirklich vorstellen, dass Schalke das erste Mal wirklich hier ja, das Ding auch gewinnt und zwar 2:1 für den FC Schalke 04. Kommen wir weiter zur Partie FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05. Ja, die Mainzer, fangen wir mit denen an. Sie haben ja wirklich sehr, sehr gut gespielt gegen Union Berlin, haben da am Ende 0:0 erzielt. Die Augsburger haben, wie gesagt, gegen, ja, gegen, wo waren sie da? Haben sie gegen Leverkusen gewonnen, 2:1. Also auch das war wirklich sehr, sehr gut, was die Augsburger da gemacht haben. Deswegen glaube ich auch, dass es eine sehr, sehr torreiche Partie werden könnte. Mainz gegen Augsburg. Deswegen mein Tipp 2:2. Stuttgart gegen den SC Freiburg. Ja, der VfB Stuttgart 2:2 gegen Bremen gespielt, wie gesagt. Der SC Freiburg, wie gesagt, 3:1 gegen Dortmund verloren. Aber wie gesagt, gut, gegen Dortmund darf man auch mal verlieren. Aber ich glaube, wie gesagt, dass die Freiburger jetzt ja, wieder gewinnen werden gegen den VfB Stuttgart. Deswegen mein Tipp, die Freiburger machen das mit 2:0. Union gegen RB Leipzig. Ja, die Eisernen haben, wie gesagt, gegen, wo sind sie? Da unten, gegen Mainz 0:0 gespielt. Und die Leipziger haben gegen den 1. FC Köln 2:2 gespielt, waren dann aber auch gefühlt ja, über 45 Minuten in Unterzahl. Trotzdem hat man das überhaupt gar nicht gemerkt, dass sie in Unterzahl waren, weil sie einfach so auch im Kader eine Breite haben. Trotzdem glaube ich, dass die Leipziger noch nicht ganz in Topform sind, dass sie, wie gesagt, noch viele Fehler machen. Und deswegen glaube ich auch, dass Union gerade zu Hause wirklich eine Chance hat, hier auch den Leipzigern ja, die Suppe zu versalzen. Deswegen mein Tipp, die Unioner gewinnen das mit 2:1.
Frankfurt gegen den 1. FC Köln. Ja, wie gesagt, jetzt am Donnerstag hat der FC die erste englische Woche, muss man ja sagen. Jetzt am Donnerstag geht's, wie gesagt, in den Playoffs der Europa Conference League los. Dann, wie gesagt, das Spiel gegen Frankfurt und dann das Rückspiel wieder in den Playoffs von der Europa Conference League. Also es wird sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie der FC das auch verkraftet, die erste englische Woche in der neuen Saison. Ja, wie gesagt, mir hat das aber wirklich sehr, sehr gut gefallen, was der 1. FC Köln gegen RB Leipzig und auch gegen Schalke gemacht hat. Klar, bei beiden Spielen waren sie auch über längeren Zeitraum in Überzahl. Trotzdem glaube ich, dass der FC sehr, sehr gut dabei ist. Trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass wir immer noch einen Stürmer bräuchten, der eigentlich am liebsten jetzt schon da wäre, meiner Meinung nach. Aber gut, Köln will da erstmal warten, wohl bis die Playoff-Spiele gelaufen sind, um dann auch zu wissen, brauchen wir überhaupt einen, weil wenn wir das hier schon verlieren, dann war es das ja auch schon wieder mit der europäischen Bühne. Deswegen hoffen wir mal nicht, dass das passiert. Jetzt geht es dann erstmal jetzt gegen Frankfurt, wie gesagt, am Donnerstag eigentlich zuerst, aber wie gesagt, wir sind ja jetzt in der Bundesliga, deswegen. Also wie gesagt, ich glaube allerdings, weil die Frankfurter mir persönlich auch das 1-1 gegen Hertha, also auch jetzt, wie gesagt, sind auf dem 16. Tabellenplatz mit Wolfsburg zusammen und ja, deswegen tue ich mich da sehr, sehr schwer, die Frankfurter Zeit. Ich glaube, die tun sich auch noch ein bisschen schwer. Deswegen könnte ich mir echt gut vorstellen, dass der FC da knapp gewinnt mit 1-0. Bochum gegen Bayern. Ja, die Bayern. Solide. Muss man einfach sagen. 2-0 gegen Wolfsburg gewonnen. Davor, wie gesagt, Frankfurt 6-1 geschlagen. Jetzt kommt der VfL Bochum, die auch zurzeit keinen einzigen Sieg einfahren konnten. Sind auch, wie gesagt, auf dem eigentlich auf dem 18. Tabellenplatz. Mit 0 Punkten, genauso wie Leverkusen. Also von daher, ja, wie gesagt, glaube ich auch, dass da Bayern natürlich was machen wird. Und ich glaube auch nicht, dass die Bochumer das wiederholen können, was sie in der letzten Saison geschafft haben, nämlich den FC Bayern zu besiegen. Das schaffen sie, glaube ich, dieses Mal nicht. Deswegen mein Tipp, die Bayern machen das auch wieder solide mit 3-0. Ja, das waren meine Bundesliga-Tipps. Wie gesagt, ein bisschen anders als sonst tatsächlich, weil wir ja immer noch im Urlaub sind. Auch dass am Donnerstag das Spiel 1. FC Köln gegen Favre FC wird wieder auf Instagram ausgetragen von mir. Also könnt ihr gerne wieder reinschauen, die Live-Reaction. Und ja, würde mich extrem freuen, auch wieder hier an diesem Platz, wieder mit diesem Hintergrund. Und dann, wie gesagt, das Spiel gegen Frankfurt werde ich aber wieder auf YouTube live kommentieren. Denn am Freitagabend kommen wir schon wieder nach Hause. Und dann wird natürlich am Sonntag wieder in meinem normalen Zimmer, aus meinem normalen Studio wieder gelivestreamt. Also könnt ihr euch drauf freuen. Wie gesagt, aber zuerst, wie gesagt, am Donnerstag um 20.30 Uhr, glaube ich, das Spiel. Also um 20.15 Uhr könnt ihr dann hier bei Instagram reinschauen. Würde mich extremst freuen. Und ja, wie gesagt, schreibt gerne mal eure Bundesliga-Tipps in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis dahin, macht's gut, euer Niklas. Und ciao.